die Schönheit auf dem Plane, aber Hand 8, sie kostet Geil, Geld. 1944 ist es mit Oberursel auch gelungen. Da wurden sie die Erlaubnis gegeben, dass sie Mauern errichten dürften, wie es die Frankfurter tun dürfen. Allerdings müssten sie den Erzbischof von Mainz dennoch hindurchlassen. Auch dieses eine unglaubliche Leistung. Bis zum ersten Markt hat es aber noch viele, viele, viele Jahre gedauert. Erst vor 7 Jahren konnte der erste Markt stattfinden. Aber dafür zumindest mal einen Jubel. Ab Dank, der Markt ist eröffnet. Verteilet euch, saufen und fressen, auf dass ihr der Gott mal einen Boden verlieben werdet. Ja, der wird auch mal. Hören, es ist wohl so, dass die Brunnenkönigin gesprochen hat, aber der Brunnenmeister hätte sein Maul gehalten. Und um diese sozusagen zu bestrafen, dass er keine Worte an euch gerichtet hat, werden wir ihn jetzt davon an der Wasserguillotine massakrieren. Also folgt uns zur Wasserguillotine, weil wir dort die erste Hinrichtung des Tages unseren Brunnenmeister zu Oberursel wegen Schweigens in der Öffentlichkeit bestrafen. Seid ihr darauf gefordert, dem Henker aufzufolgen? Zur ersten Besserung des Tages die Strafe. Es versenken sei verzogen. Nun gut, also wollen wir den Brunnenmeister auf die Wasserguillotine setzen? Ja! Da wollen wir nicht lange zögern. So. Ja, die Füße nicht so weit auseinander sind, Kinder anwesend. Oh, es knirscht im Gebäck. Ja, Füße zusammen. So, folgende Erklärung. Alle Stricke gehen zur Glocke. Nur einer zum Mechanismus des Todes. Da geht ein Raunen durchs Volk. Und nicht ich werde entscheiden, welches wohl der richtige Strick ist. Nein, es ist an euch, zu herauszufinden, welcher der Strick des Todes ist. Da geht ein Hurra durchs Volk. Ja, hier feiert man. Wir fangen einfach mal an. Wo ist denn die Brunnenkönigin? Seid ihr eigentlich liiert, so richtig? Nein, so? Ich weiß, wo du wohnst. Seid ihr so richtig liiert so mit... Noch nicht. Noch nicht, ihr wollt aber. Irgendwann. Ja, das ist dann jetzt vorbei. So, weißt, einen raus, ich gebe dir einen Tipp, der rote ist der richtige. Ja, sie nimmt den neuen, die habe ich heute erst angebracht. Kleiner Hinweis, die gehen alle zur Glocke, aber egal. Und sie! Was sollt ihr schreien? Oh! Lara, ihr wisst, wenn es der richtige ist, müsst ihr die Reste mit nach Hause nehmen. Auf den Rücken tragen. Der, wie viel? Ja. Ausreichend. Und zieh! Kräftig! Applaus für und Applaus für den Brunnenmeister! Wegen Schweigens auf der Bühne! Komm raus, Jürgen!
Mögt ihr was kosten? Hieft Anker, setzen Segel! Auf einer Holzscheune tanzen, hat dies ein beträchtliches Geräusch produziert und der Freude Ausdruck getan. Wir kamen eins von Piemont, nicht sehr glänzender Fassung. Völlig leer der Magen und der Ranzen, völlig durcheinander die Finanzen. Wir hatten keinen Keller mehr, alles durcheinander, alles kreuz und quer. Alles durcheinander, alles kreuz und quer. Einen Hunger hatten wir, Frau Wirtin sagt, was bietet ihr? Und einen Hunger hatten wir, Frau Wirtin sagt, was bietet ihr? Zwei und vier und ein Kaninchen, alles durcheinander und ein Hühnchen. Suppe hab ich auch, was wollt ihr mehr? Alles durcheinander, alles kreuz und quer. Alles durcheinander, alles kreuz und quer. Ja,
habe ich den nass gemacht und ineinander gedreht und dann rubbel ich so lange, bis das verfilzt ist, damit das neue Stück Faden dann dran hält. Und das mache ich dann so lange, bis irgendwann eine Mütze fertig ist. Ja, heute gibt es noch einen Linseneintopf. Wasser! Diese Handarbeit nennt sich Nadelbinden, da man mit einer Nadel aus Holz arbeitet. Und es ist eine Handarbeitstechnik, die schon in der Jungsteinzeit nachgewiesen wurde. Und ja, heute noch zum Teil in skandinavischen Ländern praktiziert wird. Masadi Baisan und sind die Tribal Dance Gruppe aus Büttelborn. Schneidet rote Rosen und regnet kühlen Wein.
Ade, mein Schatz, ich scheide. Ade, mein Schatz, ich scheide. Herz allerliebste mein. Es scheint ja keine Rosen und regnet keinen Wein. So kommst du auch nicht wieder. So kommst du auch nicht wieder. Herz allerliebste mein. Hier endet das Lied normalerweise, aber weil wir es immer so traurig fanden, haben wir aus einem anderen Lied zwei Strophen weggeklaut. Der Knabe kehrt zurück, kommt, geht in das Gärtelein, trägt einen Kranz voll Rosen, trägt einen Kranz voll Rosen und einen Becher Wein. Ist mit dem Fuß gestoßen, wohl an das Hügelein. Er fiel da schneiert's Rosen, er fiel da schneiert's Rosen und regnet kühlen Wein. Sowohl Faustschläge wie mit dem Schild werden gegen den Helden geführt, wo es am meisten Wirkung zeigt und... Hier sieht man schön, dass im direkten Nahkampf die zweihändige Waffe nicht mit ihrer vollen Wirkung eingesetzt werden. In dieser Sportart gibt es auch Gruppenkämpfe, wo mehrere bis zu... Ich weiß es nicht, 12 gegen 12 oder eventuell sogar noch mehr gegeneinander antreten. Da ist die beidhändige Waffe aus der zweiten Reihe natürlich höchst willkommen. Die Stiche hinter dem Rücken mögen zwar gut aussehen, zeigen aber in dieser Disziplin relativ wenig Wirkung. Immer wieder eine Freude, die motivierenden Rufe der Mannschaft, die dir am Rand und ohne Rüstung stehen, aber wissen, wie es besser geht. Man darf das nicht unterschätzen. Es ist brühend heiß unter dieser Rüstung. Und wenn man in so einen Kampf hineingeht, ist das Adrenalin schnell zur Stelle. Die Geräusche im Inneren des Helmes erinnern übrigens an einen zünftigen Autounfall. Den Anfang machen zwei sogenannte Harris Hawks. Ihre Namen sind Vincent und Einstein. Komm mal her zu mir hier. Einstein! Diese wunderbaren Vögel leben und jagen im Team. Sie geben der Wissenschaft Rätsel auf, denn sie können sich verständigen, ohne dass sie sich sehen und hören, unter den Mitgliedern einer Familie. Und damit haben sie, man kann sagen, die Falknerei revolutioniert, denn es ist möglich, sie gemeinsam im Freiflug zu zeigen, so wie unsere junge, adlige Alexandra hier. Er ist jedoch ein Vogel, der sich nicht gern zeigt in freier Wildbahn, der ganz heimlich und versteckt lebt. Ganz anders hier unsere Harris Hawks, die sich mit dem Menschen in einem familienähnlichen Verbund begeben. Und wir haben dadurch die Möglichkeit, nicht nur mehrere Vögel, na, ist das nicht ein Bild hier, unsere beiden Brüder, Vincent und Anubis, komm her. Nichts gab. Super hier.
Gut gemacht, Liliana. Schule der Jungartigen. Vielen Dank, Liliana. Nun wollen wir Ihnen ein wenig Jagdausübung zeigen. Unsere Terzo, ja wie gesagt, in freier Wildbahn gar nicht damit behaftet, selber Beute zu machen. Schief gegangen, was muss man sich Mühe geben hier? Na, als Regenschirm taugt er jetzt wahrscheinlich nichts mehr. Wir versuchen es nochmal. Ha! Zack! Schnell! Was ist die oberste Prämisse eines Falkners? Geduld. Auch dafür ist es eine gute Schule. Komm her. Da haben wir den ersten Ring. Gutes Mädchen. Und Sie sehen, dass sie zwar schnell ist, aber sie scheut nicht vor dem Speer. Und den zweiten. Tschupp. Damit ist unser Essen heute schon mal gesichert. So, gut gemacht, Sahira. Komm, steh. Sie war der Heiratsmarkt des Mittelalters. Denn wo sonst konnte man den jungen Adligen von nebenan begegnen? Wo sonst passierte so viel Ungeregeltes, so viel anderes, so viel Unvorhergesehenes auch wie auf der Jagd mit dem Greifvogel? Dass man sich dabei näher kam und dass man mal die Möglichkeit hatte, überhaupt den jungen Adligen von nebenan kennenzulernen, das sorgte dafür, dass diese Beschäftigung von Stand und Adel sehr bald auch in Liedern besungen wurde und der Minne gleichgesetzt wurde. Die Minne, die Liebeswerbung des Mittelalters. Walter von der Vogelweide besang diese wunderschönen Geschöpfe und setzte sie in seinen Liedern einem jungen Mädchen, einer jungen Adligen gleich. Akasha arbeitet hier für uns. Und Sie können uns glauben, das hat uns schon ein bisschen Training auch gekostet, bis die temperamentvolle Sahira und die ebenso eigenwillige Akasha hier mit der Andrea zusammen so locker zusammenarbeiten. Das in der Falknerei lebt die Trainingsarbeit nicht vom einmaligen schnellen Erfolg, sondern man sagt, bis zu 3000 Wiederholungen seien notwendig, bis der Greifvogel eine solche Aktion hier so ziemlich gut abrufbar unter den meisten Umständen als erfolgreich erachtet und sie so willig vorzeigt wie unsere Akasha hier. Darüber hinaus haben Sie eben gesehen, Sahira ist auch kein direkter Befehlsempfänger. Das arabische Pferd in ihr ist sehr stark, ihr Temperament ebenfalls. Und sie ist jemand, der mit ebenso viel Liebe, Geduld zur Kooperation, wir sagen mal, überredet werden möchte. Und hier sehen wir ein wunderschönes Bild aus alter Zeit, nämlich die berittene Falknerin auf dem Weg zur Jagd. Alle Augen bitte auf Andrea und auf geht's zur Jagd. Ja, da hat sie ihre Beute geschlagen. Ein erfolgreicher Jagdvogel. Diese Beute hätte meinen Vogel jetzt ein großes Abenteuer zu bestehen. Sie würde versuchen, als Grifftöter Kraft ihrer Fänge dieses Kaninchen oder diesen Hasen am Boden zu töten. Eine harte Aufgabe. Sie würde meine Hilfe dafür erwarten und die käme in Form dieser wunderschönen alten Waffe. Dies ist ein Gnadgott. Eine dreieckige Klinge sorgt dafür, dass ich hineingreifen kann, ohne mich zu verletzen. Genauso kann es mein Vogel. Wichtig ist, dass er sich dabei keine Kralle abtrennt, in dem Moment, wo ich das Kaninchen erledige und er vielleicht aus Versehen in die Klinge fasst. Die Spitze ist scharf und dient dazu, nicht nur einem Kaninchen oder einem Hasen den Endkampf zu ersparen, sondern durchdringt auch ein Kettenhemd oder einen Panzer. Eine solche oder ähnliche Waffe tragen bis heute alle aktiven Falkner und auch die war im Mittelalter sehr beliebt, vor allem beim weiblichen Geschlecht. Und jetzt ziehen wir in den Krieg. Komm! Erster Fall. Und zweiter Fall. Einlocken. Da haben wir es. Ja, vielen Dank an Andrea Higgis Angelidis. Und hier haben wir tatsächlich ein paar sehr große Jagdhelfer für Sie. Sie gelten als Hunde der Könige und sie zählen zu den größten Hunden der Welt. Die Rede ist von irischen Wolfshunden.
Hier an meiner Leine ist Eragon. Er ist im September 5 Jahre alt, vom Friesengrund. Er ist ausgerüstet, wie es ein irischer Wolfshund sein soll, für die Jagd auf den Wolf. Und er ist ein Windhund. Das heißt, wenn diese Leine weg ist, dann tut er, was er will. 80% der Entscheidungen liegen bei ihm. Und da kann ich auch ruhig toben und sagen, komm hier jetzt, sofort, auf der Stelle hierher. Das ist dann alles, was passiert. Ne? Das heißt also, auch Windhunde führt man nicht wie sonstige Schäferhunde oder andere sehr, schüttel dich erstmal gut, siehst aus. Sehr gehorsame Rassen mit Befehlsgewalt, sondern man führt sie mit einer positiven Motivation. Und sehr warm ist es heute für unseren großen Rüden und darüber hinaus, dass er ein freundlicher ist und von uns allen mit Abstand das freundlichste Lächeln hat. Ist er auch noch größer als sein Frauchen. Und wenn wir ihn darum bitten, vielleicht zeigt er das mal. Eragon, komm mal hier. Komm mal hier. Upsala, zeig dich mal. Wie groß bist du? Einmal. Wow. 70 Kilo hier in Aktion an einem warmen Tag. Und damit ist das Aktionspotenzial eines irischen Wolfs und auch schon fast erschöpft. Und auch dafür stehen sie da. Unser Bruce, der jetzt den Spitznamen hat, Almighty, weil er wirklich einen Zustand überlebt hat, der gar nicht so einfach war. Und Eragon vom Friesengrund. Vielen Dank. You.